Wir müssen auf jeden Fall noch ein paar Portale aktivieren, damit wir ein bisschen mehr Orte haben, die wir bereisen können. Aua. Das hat wehgetan, das bisschen. Oh, gleich das Herz pochen. Oh Gottchen. Oh, ich bin umgefallen. Mensch. Vor allem ist unser Held eine totale Hohlnuss. Ich habe vorhin noch gesagt, dass es Suberius ist. Suiberus. Und die ihr wisst, was ich meine. Das war ja offensichtlich. Man hat ihn durch die Kapuze erkannt. Und die Stimme war auch dieselbe. Und er so, was? Ich habe das nicht gecheckt. Er kriegt nichts mit. Und das soll ein Gesandter der Götter sein. Lässt sich nicht weiter verbessern. Ach Mist, ich wollte es doch beim Schmied verkaufen. So gut wie neu. Ist da ein Schild auch noch? So gut wie neu. Wie haben wir denn jetzt? 7000. Wir müssen eigentlich gute Ausrüstung holen. Stärke 8 ist erforderlich. Wir haben Stärke 10, also. Kette. Haben wir noch ein bisschen bessere als Kette? Was brauchen wir da? Stärke 14. Stärke 14 und Stärke 14. Okay, da brauchen wir mehr Stärke. Da können wir aber trotzdem schon mal die Kette tragen. Was brauchen wir hierfür? Ist auch Stärke 14. Hier brauchen wir Stärke 10. Können wir gerade so benutzen. Das heißt, wir nehmen den und den. Halt. Und den Helm. Mithril-Helm. 1000. Das ist aber besser als die Maske, die wir haben. Warum trage ich überhaupt eine Maske? Das frage ich nicht. Ja, ich wollte, glaube ich, auch besser. Oh, ich habe ein besseres Schwert. Brauchen wir Stärke. Wenn's nur wieder wäre wie früher. 10. Nahkampf 40. Wir haben keinen Nahkampf 40. Das heißt, wir können den auch nicht benutzen, das Schwert. Naja, egal. Ah ja, jetzt wollen wir noch ein bisschen bessere Brust. Okay, das sieht total behindert aus, aber sind auch wir ein bisschen besser mit der Verteidigung. Leben für 70, Verteidigung 38. Werde ich auf jeden Fall nächstes Mal in Nahkampf gehen. Schleichen ist fast nicht mehr möglich, wie man sieht. Also wir sind jetzt sehr auffällig. Aber das ist ja wohl logisch. Weil, ihr hört es ja, wir laufen ja jetzt mit Ketten durch die Gegend. Jetzt verkaufen wir erstmal den Scheiß. Wo war die Maske? Hier. So. Halt, da können wir auch die Dolche reinschmeißen. Okay. Golemherz können wir nicht verkaufen. Die Fackeln hätten wir noch verkaufen können. Habe ich vergessen. Und die Hühner können wir auch noch verkaufen. Telekinesen nehmen wir mal auf das nächste, auf die nächste Seite. Falls wir das überhaupt brauchen. Schweben haben wir noch. Danke. Warum ruckelt das so komisch? Es ruckelt gerade richtig schlecht. Ich weiß nicht warum. Das Schild können wir noch verkaufen. Ah, hier ein Kettenhemd. Das holen wir uns auch noch. Verkaufen dafür den Schild. So. So, dann können wir das hier verkaufen. So. So sehen wir mittlerweile aus. Wir sehen aus wie so eine Wache. Haben auf jeden Fall... Ich weiß nicht, unsere Verteidigung ist gar nicht höher geworden. Aber wir haben laut dem Magie... Oh, Magie ist auch runtergegangen. Und Schutz vor Magie auch. Rüstung aber 6. Hm. Wir müssen echt ein Mittelding finden. Oh Gott. Oh Gott, ich glaube, ich muss die Aufnahme gleich nochmal neu starten. Das ist ja richtig schlimm gerade. Alter, was ist denn hier los? Dann machen wir mal Quick Save. Okay, ich glaube, jetzt scheint es oder auch nicht zu gehen. Ich glaube, ich muss einfach mal die Menschenstadt verlassen. Wenn das so schlimm läuft. Ich weiß jetzt auch nicht, was gerade los war. Irgendwie... Hat's da gehangen. Ach, ich verkaufe noch die Fackeln und dann müssen wir uns auf die Suche nur nach den Rebellen machen, die damals,
dein das Artefakt mitgehen gelassen haben. Oder wir gehen zuerst zu den Schlangenfrauen. Die Sache ist, wir müssen erstmal rausfinden, wo die sind. Am besten reden wir nochmal mit... Habe ich mich gerade teleportiert? Was war das denn jetzt? Okay. So, Fackeln verkauft. Wir gehen mal ins Schloss hinein. Gehen ins Schloss hinein und dann gucken wir mal. So. Wir können ja mit Shaka, wie ist die Shaka, glaube ich? Mit der können wir nochmal quatschen. Die kann uns vielleicht sagen, wo sich der Orden befindet, auf welcher Ebene. Damit wir wissen, wo wir suchen müssen. Vielleicht weiß die auch was über die Rebellen. Jetzt können wir nämlich alles in einen Rutsch erledigen. Das ist scheiße, wenn mich die Wachen so angucken. Ja, diesmal brauchen wir aber nicht schleichen. Wir werden jetzt auf die Rüstung sparen, würde ich sagen. Mal gucken, was Fellnor eigentlich sagt. Findet den Kraos und den Sohalk am Shagar, um das Königreich zu retten. Hier ist auch noch irgendeine, kenne ich gar nicht. War die vorhin schon mal hier? So. Jetzt läuft es auf jeden Fall ein bisschen besser jetzt. Es war aber irgendwie draußen, war da irgendwie, weiß nicht, irgendwas war da. Ist das so rumgespannt hat. Hier ist die Küche. Ah, wir sind hier falsch. Und die Küche ist verschlossen natürlich. Haben eigentlich ganz gute Ausrüstung. Könnten noch ein paar Küchlein backen. Mehl habe ich auch noch, ja. Könnten eigentlich noch ein paar Küchlein backen, ja. Dann müssen wir mal die Küchlein wegfressen. Kann man das... Ich frage mich, ob man das auf eine Liste ersetzen kann mit dem Essen. So, hier war auch nichts. So, ich halte euch genug auf, ich merke schon. Moment, wenn jetzt Suiberus weg ist, dann kann ich doch... oben an die Kiste rangehen, oder nicht? Die er dort hatte. Ich weiß noch nicht, ob man den auch ohne Schlüssel aufkriegt. So. Er ist auf jeden Fall nicht mehr da. Verschlossen. Dann machen wir mal auf. Das ist zu kompliziert für mich. Na, das kriege ich nicht auf, okay. Hätte ich meinen Schlösserknacken besser skillen müssen. Aber ich will ja nicht mehr vom Schleichen, das macht keinen Sinn. Lieber ein bisschen mehr Verteidigung. Wir sind ja ein Krieger-Magier, werden wir, denke ich. Einen Bogen werde ich aber trotzdem auch öfters mal nutzen. Ich glaube, ich werde mal gleich auf Bogen wieder umgehen. Was er sagt. Ich suche nach Informationen über den Krahaus und den Zohark. Ich denke, ich habe hier, was ihr sucht. Ein Buch über die alten Götter, in dem der Krahaus und der Zohark erwähnt sind. Es könnte hilfreich für euch sein. Und wir haben ein Buch bekommen. Wo ist es denn? Mich jetzt verarscht? Oder muss ich jetzt hier selbst suchen? Also ein über die alten Götter und den Kraus in den Sohag. Warte mal, hier ist ein Buch des Ordens der Edoneum. Okay, ich lese mal vor. Man weiß nur wenig über die Schwestern von Edoneum. Selbst die Herkunft dieser Kreaturen, halb Frau und halb Schlange, ist uns unbekannt. An manchen Stellen ist ihre Haut von Schuppen bedeckt. Sie sind eine Rasse aus den alten Zeiten. Oder nur Frauen, die Opfer einer krankhaften Veränderung wurden? Nur sie selbst kennen die Antwort auf diese Frage. Sie scheinen einen Schlangengott zu verehren, aber über diesen Gott wissen wir nichts. Und alle Geheimnisse des Kults werden sorgsam von der Schwesternschaft behütet. Wir denken, dass dieser Gott gab ihnen ihre magischen Kräfte. Aber wir können auch bei dieser Information über den Orden nicht sicher sein, wie auch in vielen anderen Fragen. Bestimmte Legenden behaupten, dass ihre Verehrung für diesen Gott nicht nur für ihre magischen Kräfte, sondern auch für ihre Schlangenform verantwortlich ist. Doch auch hierfür gibt es keine Beweise. Seit die Sonne von Arx versiegte, sind die Mitglieder der Schwesternschaft die wichtigsten Verbündeten, die Menschen jemals hatten.
Als unsere Rasse einst ihren Leben im Untergrund beginnen musste, boten die Schwestern dem König ihre magischen Geschenke an und ermöglichten damit eine neue Vielfalt von Pflanzen, die ohne das Licht der Sonnenstrahlen gedeihen konnten, sodass Menschen und Vieh Nahrung zu finden vermochten. Die menschliche Bevölkerung empfindet großen Respekt für die Schwestern des Ordens von Edroneum und wird ihnen auf ewig wird das dankbar sein, was sie getan haben. Okay, das war natürlich nicht informativ für die Artefakte, aber auch mal interessant. So wissen wir zum Beispiel, wie die Leute es schaffen, hier Tiere zu halten und überhaupt zu pflanzen. Weil normalerweise müssten das ja alles kaputt gehen ohne Sonnenlicht. Da sieht man ein bisschen Hintergrundstory. Da haben sich die Entwickler auf jeden Fall Mühe gegeben. Geschichte von Arx, der König von Arx. Was haben wir hier? Die Rassen von Arx. Ich habe ja gesagt, ich werde mal vielleicht irgendwann mal eine Folge machen, da werde ich nur komplett vorlesen. Die große Erfindung von Arx. Kenne deine Götter und Dämonen. Das ist es aber auch nicht. Wo ist es denn? Hier ist auch nichts. Alten Götter. Von Abdul al-Raif. Ah, okay. Zu Beginn waren die alten Götter allmächtig. Sie herrschten für Äonen über Arx, bevor die ersten Menschen auftraten. Wir wissen nur sehr wenig über die Götter. Einmal abgesehen von der Tatsache, dass sie voller Zorn über die schnelle Ausbreitung der Menschen waren und sich von der Oberfläche der Welt zurückzogen. Einige sehr alte Texte deuten an, dass dieses Verschwinden auch durch den Mangel an Glauben der ersten Menschen motiviert war. Zwei Götter blieben länger als alle anderen, Zohak und Krahos. Zohak war der mächtigste der aller Götter. Er war Donner, Blitz und Erdbeben, wie auch Sturm, Orkan und alles andere, das die unbarmherzigen Mächte der Natur darstellte. Aber seine Kraft konnte nur durch Krahos freigesetzt werden. Sie war die Göttin der Gerechtigkeit, Wächterin des Gleichgewichts und der Balance. Sie brauchten einander, doch zuletzt verschwanden sie, wie auch der Rest der Götter. In späteren Zeiten schwand auch der Glaube an sie, und die Menschen, welche die Magie entdeckten, wandten sich selbst der Beherrschung von Blitz und Donner zu. Darf ich? Danke. Sie betraten nun ein neues Gebiet, in dem sie nicht mehr zu trauen zur eigenen Macht entwickelten und sich den Göttern nur in Nebenbereichen wie Fruchtbarkeit oder Hedonismus zuwandten. Sie verehrten die Götter des Handelns, des Goldes, des Glücks und selbst die Götter der Armen. Aber diese ersten Götter, die Götter der unbarmherzigen Naturmächte, fanden keinen Platz in ihren Tempeln. Ist ja gut. Seit dem Beginn dieser neuen Ära und der Verschiebung des Glaubens zogen sich diese mächtigen Götter in ihre eigene Dimension zurück, den Noden, wo sie darauf warteten, dass ihnen ihre Anhänger die Rückkehr ermöglichen. Das hat mir aber jetzt auch nichts gebracht. Jetzt weiß ich zwar, wo der Chaos und der Sohok herkommen, aber der Teppich sieht cool aus. Aber es wird auch nicht gesagt, wo es ist. Halt. Hallo. Das wollte ich nicht. Och Mano, jetzt habe ich ein Buch rausgenommen. Mal kann man das wieder reinlegen. Okay. Ihr hast nichts gesehen. Ich habe nichts ändern. So, dann gehen wir erstmal rein und destillieren wir ein wenig. Ich verschwende, glaube ich, meine Zeit. Warte mal, das ist nochmal Gift, können wir nochmal brauen. Wo ist es? Ja. Ah, wir haben ja noch normales Pulver. Dazu fehlt es mir noch an Fähigkeiten. Aber das kann ich schon machen. Kann ich ja nicht hier rübernehmen, die leeren Flaschen. So. Mana-Trank können wir auch wieder herstellen. So.
Haben wir noch ein Pulver? Die nehmen wir mit. Ist das weißes Pulver? Können wir, wie gesagt, noch nichts anfangen, deswegen lagere ich das erstmal hier. Wir können das hier noch ein bisschen verarbeiten. So. Und nochmal grünes Pulver. Können wir dann gleich verwenden für meine Waffe, weil das Gift hat sich ist abgegangen, als ich es gegen den Dämon verwendet habe. Also dann, diese Waffe ist jetzt vergiftet. Gut. Eine Testratte. Können wir vielleicht noch was machen mit ihr? Mal sehen. So, ich weiß immer noch nicht, wo wir suchen sollen. Wie gesagt, wir haben nichts rausgefunden. Wir können nur noch versuchen, die Ebenen abzugrasen oder halt Informationen zu sammeln weiterhin. Wen haben wir denn noch nicht gefragt? Wir haben Fell nur gefragt, wir haben sie gefragt. Sie hat mir angeblich ein Buch gegeben, was ich nicht habe. Ja. Tja. Halt, Erzog ist ja gestorben. Da können wir nochmal gucken.